Herzlich willkommen. Heute geht es darum, mach doch mal die Kamera an. Wie bringen wir unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer dazu, die Kamera anzumachen, sodass wir nicht in so ein schwarzes Bild hineinstarren müssen? Ich denke mir, der ein oder andere kennt diese Situation. Und das ist das Schwierigste, nämlich die Kamera ist nicht an. Wie kann ich dann Nähe herstellen? Wie kann ich dann sehen, ob das gut ankommt, was ich gerade sage? Wie kann ich gut in Verbindung kommen, wenn ich das Video des anderen überhaupt nicht sehe, wenn die Kamera nicht an ist? Das ist eines der unhöflichsten Dinge überhaupt, dass die Kamera nicht angemacht ist. Und wie können wir dem jetzt entgegenwirken? Hören Sie rein. Also, was tun, damit die Kamera eingeschaltet wird? Aber zuerst einmal müssen wir uns die Gründe überlegen, warum jemand nicht die Kamera anmacht. Und da bitte ich Sie gleich, wenn Sie einen Grund haben, den ich jetzt nicht aufliste, schreiben Sie mir in die Kommentare, denn ich bin dankbar, um je mehr Gründe wir sammeln, desto besser. Also, was tun, beziehungsweise was sind die Gründe? Eins, das immer wieder kommt und wir müssen dann auch unterscheiden, ist es ein Grund oder ist es eine Ausrede? Ja, das ist ja dann auch so was Wichtiges. Und einer der Gründe, den ich immer wieder höre, ist, meine Bandbreite zu Hause funktioniert gerade nicht so. Und ja, das ist ein Grund und nicht eine Ausrede. Das ist, wenn alle auf einmal drin sind im Internet, klappt es nicht so ganz. Also das ist auch oft ein Grund, warum man dann vereinbart in einem Meeting, dass wir die Bilder ausmachen, damit wir trotzdem gut zu hören sind, weil mit den Bildern braucht es einfach viel mehr Breitband, um dann auch wirklich sichtbar zu sein. Ein zweiter Grund. Ich sitze im Wohnzimmer und meine Kinder springen um mich herum. So, das kann jetzt Grund und Ausrede sein. Das ist hier die große Frage, denn es sollte doch möglich sein, dass man einen Platz in der Wohnung findet, wo man ungestört im Meeting sein kann, wo man sich abschirmen kann. Da gibt es Möglichkeiten, so einen Paravent zu machen. Klar, man kann die Kinder nicht einfach wegsperren. Ich habe selber zwei. Die sind jetzt schon 17 und 21. Denen kann ich sagen, stören mich jetzt nicht. Aber die Kleinen verstehen es natürlich nicht, dass Mama oder Papa dann auf einmal nicht erreichbar sind. Also Grund und Ausrede. Also man sollte sich zuerst schon ein gutes Setting schaffen, um andererseits dann auch die Möglichkeit zu haben, zu sprechen. Aber manchmal geht es halt nicht anders. Dann Grund oder Ausrede. Meine Privatsphäre ist mir wichtig und ich möchte nicht, dass jemand mein Zuhause sieht. Das ist jetzt die Frage, was das wirklich ist. Es ist natürlich ein Grund, aber wenn ich im Homeoffice sitze, sollte ich trotzdem arbeiten und Videocalls können nun mal zur Arbeit dazu und dann muss ich da eine weiße Wand schaffen. Und Sie sehen, was ich jetzt hier zum Beispiel habe, ist nicht mal eine Wand, sondern ein virtueller Hintergrund. Also im Prinzip gibt es auch keine Ausreden mehr, denn die virtuellen Hintergründe geben uns die Möglichkeit, nicht unser Zuhause zu zeigen oder auch das Weichzeichnen. Also ist es eine Ausrede, wenn wir sagen, meine Privatsphäre ist mir sozusagen heilig. Grund oder Ausrede? Ich bin im Jogginganzug und nicht herzeigbar. Das ist meinem Mann auch einmal passiert. Er wollte im Homeoffice mit seiner Mitarbeiterin sprechen, hat sie per Teams dann angecallt sozusagen. Die geht nicht dran. Er ruft sie an und fragt, was ist los? Warum gehen sie nicht dran? Naja, ich war da jetzt nicht drauf eingestellt und nicht drauf vorbereitet. Hallo? Homeoffice ist Arbeitszeit. Die Mitarbeiterin ist inzwischen nicht mehr im Unternehmen. Wenn das die Einstellung ist, das heißt, ich bin zu Hause und kann an dem Schlabberlook oder wie auch immer rumrennen, dann ist das nicht passend. Denn wenn wir arbeiten, sollte es eben so sein, dass wir uns entsprechend auch klein und jederzeit angerufen werden können, nämlich mit einem Videocall. Also auch das ist für mich eine Ausrede. Genau dahin geht auch die Richtung, ich bin nicht präsentabel, meine Frisur sitzt nicht, ist alles nicht in Ordnung. Hallo? Können wir auch ins Büro gehen und sagen, ich bin nicht präsentabel, ich sperre mich in mein Zimmer allein und es soll mich niemand sehen? Ich glaube, das funktioniert nicht. So, dann Grund oder Ausrede? Ich habe keine Kamera an meinem Laptop. Auch eine Ausrede. Es gibt genug externe Kameras,
teure und billige, dass auf jeden Fall ein Bild von ihnen ist. Vielleicht sind sie nicht so schön gestochen scharf, aber ein bisschen mehr verpixelt, aber externe Kameras gibt es. Und eben dann auch die Ausrede, wir dürfen die Kamera nicht starten, da wir Übertragungsprobleme haben. Das ist so der Grund eins, dass es da, ja, dass es da unter Umständen in der Firma das wirklich als Vorgabe, als Direktive gibt. Nur muss sich die Firma auch wirklich überlegen, will ich, dass meine Mitarbeiter auch Videocalls machen? Kann ein echter Grund sein. Und dann habe ich auch schon gehört, ich weiß nicht, wie ich die Kamera starten kann. Ja, sollte nach jetzt schon bald 2 Jahren viel mit Videocalls zu arbeiten, ist es eigentlich ein Armutszeugnis, wenn man das nicht weiß. Trotzdem sollte man solchen Menschen helfen und sagen, so, wir richten das mal extra ein und machen ein extra Meeting, wo ich dir das erkläre, wie das geht. Oder man schickt eine Anleitung dazu, wie man die Kamera anmachen kann und auch die richtige Kamera dann auswählt. Und die letzte Grund oder Ausrede ist, bei mir ist ein Aufkleber auf der Kamera. Es gibt Menschen, die nicht wollen, dass die Kamera sichtbar ist, weil es können ja andere zugreifen und unter Umständen sich hineinhacken und sehen uns dann, wenn der Laptop oder der Computer offen ist, der Bildschirm da ist mit der Kamera. Und deshalb wird das zugeklebt. Da sage ich halt auch, dann kann man ja auch telefonieren. Denn Videocalls sind ja dazu da, um den Weg von der Telefonkonferenz hin zum persönlichen Treffen zu überbrücken und hier noch eine Zwischenstufe einzubauen, dass wir uns sehen, dass wir durch Sehen miteinander kommunizieren können und dadurch auch mehr Beziehung aufbauen können. Es ersetzt nicht das persönliche Treffen, aber es ist ein guter Ersatz, ein besserer Ersatz als die Telefonkonferenz. Sonst macht doch der Videocall keinen Sinn, wenn wir uns nicht sehen können, weil dann ist es keine Videokonferenz, sondern es ist eine Telefonkonferenz. Und das gilt halt hier auch mal ganz klar zu kommunizieren. So, ich habe Ihnen heute 5 Möglichkeiten mitgebracht. Ich habe insgesamt 12 erarbeitet. Die finden Sie dann sonst in meinem Online-Meeting-Masterprogramm oder auch als Bonus das ein oder andere Mal für ein Programm. Aber ich habe Ihnen schon mal 5 mitgebracht, wo Sie gut schon damit arbeiten können. Denn es gibt verschiedenste Strategien, wie wir damit umgehen können, wie wir die Teilnehmer zu motivieren können, mal die Kamera anzumachen. Mach doch mal die Kamera an, ist da dann das Thema. So, Variante 1 ist schlicht und einfach die Ermutigung dazu, es zu tun, nämlich vorab es schon zu kommunizieren und zu sagen, wir haben einen Videocall, sorgen Sie bitte dafür, dass Sie die Kamera bereit und angeschlossen haben, dass wir miteinander uns sehen können, sonst können wir eine Telefonkonferenz machen. Und so allen klar machen, das ist so bei uns. Und firmenintern kann das auch natürlich dazu führen, dass man sagt, wir machen hier gemeinsame Regeln, dass es generell die Regel ist, bei Videocalls haben wir die Kamera an. Und dass es auch möglich ist, jemand anzucallen und dann auch spontan eine Videokonferenz zu machen. Das heißt eben, dass jeder darauf eingestellt sein sollte, sich sehen zu lassen. Dann gibt es eine etwas spannendere Methode, die ich auch Provokation oder Unterstellung nenne, die da so lauten könnte. Oh, Sie haben ja gar keine Kamera an. Bei uns in der Firma ist es die Regel, wenn wir Videocalls und Videokonferenzen haben, dass diese dann auch stattfinden mit einer Kamera an. Ist das denn bei Ihnen anders? Gibt es bei Ihnen eine Firmenstrategie, die sagt, keine Kamera anzumachen? Fragezeichen, Blick. Das ist so eine indirekte Aufforderung, es zu tun. Dann geht es drittens darum, Verständnis herzustellen. Und auch zu sagen, es ist so schade, dass ich Sie nicht sehen kann, denn das ist ja das, was die Videokonferenz, das Online-Meeting so super und produktiv macht, dass wir uns sehen können. Denn nur wenn wir uns sehen, dann ist es fast so wie live und wir können gut miteinander kommunizieren. Ich bitte Sie, die Kamera anzumachen. Und dann können Sie eine humorvolle Variante nehmen. Lassen Sie mich doch bitte hier nicht allein. Ich sitze im Dunkeln, ich schaue nur in lauter dunkle Felder hinein. Das ist ja wie beim Sterben im Online-Raum. Ich überlebe es nur durch Ihre Hilfe. Dadurch, dass Sie Ihre Kamera anmachen, dass ich mit menschlichen Wesen kommunizieren kann. Sie wissen ja, für soziale Wesen ist die soziale Interaktion, nämlich dass sich gegenseitig sehen, wichtig und notwendig. Und nur so überlebe ich diesen Online-Marathon. Humorvoll,
Übertreibungseffekt drinnen, so dass der ein oder andere schmunzelt und dann vielleicht auch doch noch die Kamera anmacht. Und der vierte Punkt ist, probieren Sie es doch mit Musik. Ich habe hier ein cooles YouTube-Video gefunden, Kamera an. Das habe ich Ihnen auch noch mit unten in die Shownotes mit hinein. Wir stellen es unter Umständen auch, schneiden wir das Video ein bisschen zusammen, dass Sie es dann auch noch sehen können. Kamera. Fand ich so witzig. Wäre auch eine Möglichkeit, dass man sowas einfach einspielt. Bringt die anderen zum Schmunzeln und überlegen sich, dass sie es nicht vielleicht doch machen sollten. Das heißt, das waren jetzt 5 Methoden. Ich denke, damit kommen Sie schon sehr weit. Wenn Sie tiefer gehen wollen und noch mehr Möglichkeiten haben wollen, schreiben Sie mich an, gern per office@magdableckmann.at. Wenn Sie andere Möglichkeiten, Methoden haben, geben Sie mir Bescheid, denn es gibt noch ganz viele andere Varianten, wie flirten, loben, interaktiv sein, Aufmerksamkeit erregen, ganz viele Möglichkeiten. 12 habe ich sozusagen ausgearbeitet, die Sie dann noch im Online-Meeting-Masterkurs kennenlernen können, wer sich dafür interessiert. Einfach in 10 Wochen zum Online-Meeting-Star zu werden, Online-Meetings zu rocken, mir einfach auch eine Nachricht schicken. Ich freue mich drauf. Und wenn Sie sonst noch Ausreden haben, bitte schreiben Sie die in die Kommentare hinein, dann kann ich die Liste verlängern. Da freue ich mich total drauf und ich wünsche Ihnen ganz, ganz viel Erfolg bei Mach doch mal die Kamera an. Ihre Magda Bleckmann.